Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, ich muss ehrlich gestehen, ich möchte hier jetzt die Gelegenheit nutzen, um zu dem ja ursprünglich ja eingereichten SPD-Antrag zu sprechen und finde, dass gerade jetzt es absolut nicht angebracht ist, ja so einen mickrigen zusätzlichen Antrag von der AfD hier so groß zu debattieren und Ihnen so einen Raum dafür zu geben in einem Themenbereich, wo Sie eigentlich null Ahnung und auch null Interesse haben, dazu beizutragen. Der Integrationsplan ist 2016 nach umfangreichen Beratungen und mit Unterstützung von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf den Weg gebracht worden. Zahlreiche Vorschläge wurden für eine gelingende Integration der Menschen, die aus Krieg und Verfolgung zu uns geflüchtet sind, in einem Maßnahmenpaket gebündelt. Und die damalige rot-grüne Regierung hat den bundesweit ersten Integrationsplan beschlossen. Mit dem Integrationsplan wurden zum einen bestehende Strukturen konzeptionell erweitert, finanziell aufgestockt und mit mehr Personal ausgestattet. Und zum anderen wurden den neuen Anforderungen entsprechende konzeptionelle Maßnahmen entwickelt. Und ja, Ziel war es, dabei die besten Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die neu zugewanderten Menschen sich schnell und reibungslos in unsere Gesellschaft einbringen und integrieren können. Und dabei aber auch vor allen Dingen die Kommunen bei der Bewältigung der großen Herausforderungen der Integration viel, viel stärker und gezielter zu unterstützen. In der Anhörung zur Fortführung des Integrationsplans NRW haben die Expertinnen und Experten jetzt auf die besondere Bedeutung von Integration in Ausbildung und Arbeit für die nächste Zeit gewiesen. Und in der Tat ist es ja so, dass jetzt die Neuzugewanderten, die 2015, 16 hier eingereist sind, ihre Deutschkurse inzwischen absolviert haben, teilweise erfolgreich absolviert haben und jetzt weiter auch in den Arbeitsmarkt Zugänge finden müssen. Und da wurde empfohlen, den Anspruch auf eine Ausbildungsduldung, also die sogenannte 3-plus-2-Regelung, auf Einstiegsqualifizierung auszuweiten. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ja auch, lieber Herr Kollege Jethem, in Ihrem Antrag zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen auch aufgreifen. Also, Frau Kollegin, es geht dabei. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Der Abgeordnete Wagner möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich meinte es ernst, als ich eben gesagt habe, dass ich finde, dass Sie nicht den Raum bekommen sollen heute. Dabei geht es halt darum, auch vor dem Eintritt in eine Ausbildung oder Umschulung eine bis zu einjährige Vorbereitung auf die Ausbildung rechtlich im Sinne der Geflüchteten und Unternehmen abzusichern und die Duldung auf diese Einstiegsqualifizierung auszuweiten. Also eine sogenannte 1-plus-3-plus-2-Regelung. Und es ist nun mal so, dass es in der Tat, Flüchtlinge in Ausbildung zu bringen, die eine Sache ist, aber dafür zu sorgen, dass diese auch die Ausbildung erfolgreich bestehen können, ist eine andere Sache. Und da hilft die Einstiegsqualifizierung ganz, ganz besonders. Insofern werden wir die Erweiterung der Ausbildungsduldung auf eine vorgeschaltete Vorbereitungsphase auch heute unterstützen. Allerdings sind wir der Meinung, dass wir auch über eine Duldung hinausdenken müssen, damit Menschen, die unseren Arbeitsmarkt bereichern, nicht in die Situation einer Kettenduldung geraten. Und hier braucht es die Möglichkeit eines Spurwechsels von einem ungesicherten Aufenthalt in oder zu einem sicheren Aufenthalt über die Arbeitsmarktintegration. Und deshalb plädieren wir für eine echte Rechtssicherheit, für einen Aufenthaltstitel statt einer Ausbildungsduldung. Und ich bin natürlich gespannt, ob die GroKo in Berlin ihr Versprechen für ein Einwanderungsgesetz einhält und wie sie es gestalten wird und ob sie auch diese genannten Vorschläge berücksichtigen wird. Dafür werden wir Grüne auch in Berlin kämpfen. Aber auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sind jetzt gefragt, hier Druck auf Ihre Genossinnen und Genossen in Berlin auszuüben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte abschließend noch auf einen weiteren Punkt eingehen, der bei den Beratungen zur Fortführung des Integrationsplans von den Sachverständigen sehr deutlich betont und hervorgehoben wurde. Die Integrationsmaßnahmen müssen für alle Geflüchteten von Anfang an zugänglich sein, unabhängig von Bleibeperspektive. Dies war für uns Grüne auch schon ein zentrales Anliegen bei der Erstellung des Integrationsplans 2016. Das Warten in den Landeseinrichtungen bewirkt eine künstliche Desintegration, die Menschen zerstört und Perspektivlosigkeit schafft. Außerdem verlieren Menschen in dieser Zeit Qualifikationen und Kompetenzen. Die Integration in Ausbildung und Arbeit wird zunehmend schwieriger. Das haben uns einhellig die Expertinnen und Experten vorgetragen. Und angesichts dieser Erkenntnisse, dass eine zu lange Aufenthaltsdauer fatale Folgen für die Integration hat, finde ich, ist es kurzsichtig und verantwortungslos, dass Sie, Herr Minister Stamp, nun unter dem Deckmantel der Entlastung der Kommunen Menschen bis zu 24 Monaten in zentralen Landeseinrichtungen belassen wollen. Mit Ihrem Drei-Stufen-Plan, den Sie gestern vorstellten, werden Integrationsbemühungen konterkariert und das Land NRW entwickelt sich vom Land der Chancen zum Land der Perspektivlosigkeit. Das schadet nicht nur den betroffenen Menschen, sondern auch unseren Städten und Gemeinden, die vermehrt mit Menschen zu tun haben werden, die Monate oder gar Jahre abgeschottet und ohne jeglichen Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe gelebt haben. Die Frage nach der Beschulung von Kindern, nach gesundheitlicher Versorgung, dem Zugang zu Integrationsmaßnahmen wie Sprachkursen und ehrenamtlicher Unterstützung lassen Sie weiterhin auch unbeantwortet. Und gerade deshalb, finde ich, müssen wir dahingehend auch wirklich zusammen agieren und sicherstellen, dass das Land NRW sich weiterhin als ein Land der Chancen und Vielfalt entwickelt und nicht in Stillstand und Rückschritt verfällt. Und deshalb unterstützen wir den Antrag zur Fortführung des Integrationsplans und würden auch gerne dabei arbeiten, ihn weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Almers. Frau Almers, bleiben Sie noch einen Moment stehen. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von Herrn Wagner von der AfD-Fraktion. Der Fraktionsvorsitzende hat das Wort. Bitte schön. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Frau Almers, Sie werden sich wohl damit abfinden müssen, dass ich im Landtag gewählt bin und dementsprechend mich zu Wort melde. Wenn Sie meine Fragen nicht hören wollen, dann werden Sie sich jetzt eben meine Intervention anhören müssen. Es ist schon erstaunlich, wenn wir über Integration und in diesem Zusammenhang auch über Antisemitismus sprechen, dass die Vertreter Sternchen innen der Grünen immer auf einem besonders hohen Ross sitzen, obwohl sie doch eine zutiefst antizionistische Vergangenheit haben. Ihre Partei hat bereits 1984 damit begonnen, mit dem Abgeordneten Reetz eine Reise nach Israel zu unternehmen, wo das Abschlusskommuniqué bereits vor Ende der Reise feststand, in dem Israel die alleinige Schuld an den Auseinandersetzungen im Nahen Osten zugetan wurde. Herr Ströbele, ist Ihnen sicherlich noch bekannt, hat eine Israel-Reise angetreten, während die irakischen Scud-Raketen auf Israel flogen und hat dort gefordert, den Verkauf von Abwehrraketen an Israel zu unterbinden, weil dies eine Eskalation hervorrufen könnte. Aber die Krönung haben Sie 2013 vollbracht. 2013 haben Sie dazu aufgefordert, dass israelische Produkte aus den besetzten Gebieten gesondert gekennzeichnet sein müssten hier in Deutschland. Nach dem Motto, Deutsche wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Sie haben das als informierte Kaufentscheidung ausgegeben. Ich sage Ihnen eines, Ihren Antizionismus und Ihren Antisemitismus tragen wir von der AfD jedenfalls nicht mit. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, liebe Dame. Frau Almers, Sie haben das Wort für eine Replik, wenn Sie möchten. 1:30. Das ist das typische Vorgehen der AfD, eine Vermengung von Themen, eine Wiedergabe, die absolut mit der Realität nichts zu tun hat. Insofern, ich glaube, das ist nicht nur uns, sondern der Öffentlichkeit auch bekannt, wie klar und eindeutig wir gegen Rassismus, Antisemitismus auch vorgehen. Wir werden uns weiterhin auch damit beschäftigen und dagegen vorgehen, in den Parlamenten, auf der Straße, da können Sie sich sicher sein. Thank you.